Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu Steffis Unboxing. Bevor ich aber dieses riesengroße und total schwere Paket unboxe, wollte ich noch mal kurz erwähnen, wir hatten ja gerade, oder ihr wart mit Sicherheit gerade bei Ulrikes Jobparty mit dabei. Und Ulrike, die sucht für unser Team ganz fleißig einen Performance-Marketing-Manager. Und wenn du dich mit SEO und SEA auskennst, dann bewerb dich doch gerne unter u.dahl. Und Ulrike hatte gestern so ein schönes Ankündigungsvideo gedreht, wo sie am Meer stand und gesagt hat, möchtest du da wohnen, wo andere Urlaub machen, dann komm zu Karls. Und ich bin ja selber aus der Großstadt Berlin, also gebürtige Berlinerin, und bin nach Rostock gegangen und muss sagen, ich bereue es keinen Tag. Keine einzige Sekunde habe ich es bereut. Also jedes Mal, wenn wir wieder nach Berlin fahren, ist natürlich schön und ist Heimat, aber ich muss sagen, Rostock ist ja meine große Liebe. Also 10 Minuten vom Meer entfernt zu wohnen, das kann einfach nichts toppen. Und wenn du in einer Großstadt wohnst oder auch irgendwo anders und den Schritt nicht wagst, dich nicht traust vielleicht, dann kann ich dich nur dazu ermutigen, wirklich, es war die beste Entscheidung meines Lebens und auch die meines Freundes. Also wir sind beide komplett hier angekommen und super happy und würden es nicht mehr anders haben wollen. Und genau, das wollte ich nur nochmal sagen. Liebe Grüße an Ulrike. Und jetzt packe ich auch dieses Paket mit euch aus. Es ist ein etwas anderes Paket als sonst. Und zwar ist es ein Paket, wie ihr es bestellt quasi. Also hier sind alle Topseller drin. Ihr könnt das Paket auch nicht so kaufen, sondern es ist quasi eins, was ihr, also was so bei uns regelmäßig über den Online-Shop-Tisch geht quasi, was so regelmäßig für euch gepackt wird. Ich weiß selber noch gar nicht, was für Topseller drin sind. Ich vermute mal, dass der Erdbeertraum mit dabei ist, aber ich werde jetzt live mit euch zusammen zum ersten Mal dieses riesen Paket auspacken. Wie gesagt, die Produkte, die bekommt ihr alle einzeln bei uns im Online-Shop unter www.karls.de. Und hier sind alle eure Topseller drin. Also ich bin gespannt. Die Erdbeerkekse, die habe ich lustigerweise noch gar nicht probiert. Die werde ich mir gleich mal zu Gemüte führen. Da bin ich sehr dankbar für, dass das ein Topseller von euch ist. Unsere wundervolle, herrlich leckere Vollmilchschokolade mit gefriergetrockneten Erdbeeren habe ich ja schon mehrfach verkosten dürfen. Die liebe ich. Also diese Geschmacksexplosion, die durch diese gefriergetrockneten Erdbeeren kommen, ist echt der Wahnsinn. So, die ist da mit drin. Dann ist einer unserer Topseller die Erdbeerbrause. Die liebt Laura ja, meine liebe Kollegin. Sie freut sich schon, ne, dass die mit dabei ist. Ich habe sie, glaube ich, habe ich sie schon verkostet? Ich glaube noch nicht. Ich glaube, ich habe das immer Laura überlassen. Bin ich auf jeden Fall ganz gespannt. Vielleicht findet sich hier ja noch ein Flaschenöffner, damit ich diese Flasche öffnen kann. Ich wusste nämlich nicht, welche Produkte hier drin sind. Sonst hätte ich natürlich im Vorfeld einen Flaschenöffner besorgt. Aber vielleicht kann mir der liebe Erik, der schwirrt hier gerade um. Erik, vielleicht kannst du mir einen Flaschenöffner besorgen, damit ich die Flasche öffnen kann. Ja, Erik hat einen Flaschenöffner dabei, dann kann ich nämlich auch meine Erdbeerbrause verkosten. Das mache ich sogar gleich mal. Danke, Erik. Erik ist nämlich immer hier mit dabei bei den Live-Shows. Und, oh, ich habe gekleckert. Das war klar. Wer hat denn da das Paket geschüttelt? Also hier haben wir unsere Erdbeerbrause. Ich weiß, dass Laura sie liebt. Ich hatte immer ein bisschen Angst, dass mir die zu süß ist, aber ich werde jetzt live für euch mal kosten. Also ich dachte, die wäre viel, viel süßer. Ich finde sie sehr lecker. Also sie ist jetzt leider nicht gekühlt. Ich glaube, gekühlt ist es nochmal ein bisschen köstlicher. Aber die ist echt lecker. Also ich hätte wirklich gedacht, dass die tierisch süß ist. Aber sie besteht aus Mineralwasser, Zuckersirup und Erdbeersaft. Also da ist wirklich Erdbeersaft mit dran. Ne? Und ganz toll. Also nicht wie, weiß ich nicht, eine Zitronenlimo, die mega süß ist. Oder Orangenlimo. Das ist mir immer ein bisschen zu doll. Und da mache ich mir dann meist noch Mineralwasser ran. Aber die schmeckt echt richtig erfrischend und lecker. Da hätte ich jetzt gerne noch ein paar Eiswürfel, aber die hat Erik wahrscheinlich nicht in der Tasche. Beim nächsten Mal dann. Okay, und Laura hat auch schon eine Frage, sehe ich. Nee, keine Frage, aber Maria hat ihr Recht gegeben und sagt, sie ist letztes Jahr im August von Chemnitz an die Ostsee gezogen. Aha, Maria.
Maria hat gerade gesagt, dass sie mich bestätigen kann. Sie ist von Chemnitz nach Rostock gezogen und liebt es auch und würde nie wieder wegziehen. Also liebe Grüße, Maria. Ich bin auch sehr froh, hier angekommen zu sein und würde es nicht mehr anders wollen. Also ich kann wirklich nur allen empfehlen, wenn ihr Angst davor habt, den Schritt irgendwie zu wagen in eine andere Stadt oder so. Also ich als Großstadtkind dachte immer, besser als Berlin ist sowieso nichts. Und jetzt bin ich einfach nur froh, am Meer zu wohnen. Das ist alles ein bisschen kleiner, aber trotzdem die Personen, also die Menschen hier oben, die sind so herzlich und so liebevoll und ich bin ganz froh über mein Team hier und habe auch ganz viele andere tolle Freunde gefunden und alle sind sehr offen und ich kann es wirklich nur jedem raten. Also kommt nach Rostock, ist toll hier. Wir machen mal weiter. So, der Erdbeer, der Marmeladenlöffel darf natürlich nicht fehlen. Den habe ich euch ja auch schon ganz oft gezeigt. Ich könnte mir vorstellen, dass der Erdbeertraum auch noch hier mit im Paket drin ist. Der Erdbeerlöffel, also Marmeladenlöffel, der ist so toll. Natürlich, weil er hier so eine wunderschöne Erdbeere dran hat. Aber der ist halt auch so schön lang. Also der ist länger als ein Marmeladenglas und dadurch macht ihr euch die Finger nicht schmutzig. Also ich kenne das, wenn so die letzten Reste drin sind und man dann da irgendwie mit einem Messer versucht, was rauszuholen, dann saugt man sich irgendwie immer die Finger ein. Das ist ein bisschen lästig. Aber mit diesem tollen Marmeladenlöffel passiert es nicht mehr. Und da könnt ihr sogar in unser XXL-Glas, Marmeladenglas, reingehen, ohne euch die Finger schmutzig zu machen. Also wirklich eine tolle Erfindung. Und ich bin der Meinung, der soll auch irgendwann noch in Gold kommen. Das hatte Steffi nämlich mal in Steffis Einkaufsbummel gezeigt. Da warte ich auch schon ganz gespannt drauf. Aber auch in Silber ein Schmuckstück. Und ja, kann man natürlich auch als Latte Macchiato-Löffel umfunktionieren oder so. Also der ist auch einer eurer Top-Seller. Dann haben wir etwas hier. Beim Thema Berlin sind wir wieder. Die Berliner Senfsoße ist mit dabei. Die kenne ich noch gar nicht. Die würde ich jetzt hier mal aufmachen. So, und mit euch dran schnuppern gemeinsam. Ja, die riecht auf jeden Fall sehr, sehr würzig, intensiv. Ich will sie jetzt nicht kosten, nicht, dass ich im Vertrag schaffe, nicht so, nicht, dass ich hier gleich einen Hustenanfall kriege. Ich glaube, das wäre nicht so lustig. Aber ihr seht auch, das sind ganz, ganz viele Kräuter mit drin. Das ist eine ganz tolle Senfsoße anscheinend. Ein Topseller, sehr beliebt bei euch. Und ich gucke mal, was man damit alles machen kann. Also ihr habt da auf jeden Fall ganz viele Gewürze drin. Oh, Karamellsirup sogar. Das klingt ja abgefahren. Selleriesamen, Gewürze, Pfeffer, Salz, Zwiebel, Apfelessig. Also scheint sehr, sehr würzig zu sein und lecker. Und damit könnt ihr, habt ihr sogar so ein paar Rezepttipps mit drauf, was ich ja ziemlich cool finde. Weil ich wüsste jetzt nicht, wofür ich sie verwenden sollte, außer zum Dippen. Aber für Grillsoße könnt ihr das zum Beispiel nehmen. Ihr könnt daraus eine tolle Marinade machen. Wenn ihr das einfach mit ein bisschen Öl mischt, ein bisschen Wasser dazu, ein Spritzer Zitrone, dann habt ihr eine tolle Marinade für Fleisch zum Beispiel. Oder als Kochsoße könnt ihr einfach an Aufläufe, Pastagerichte geben. Sandwichsoße, stimmt, Sandwich. Da einfach ein bisschen mit drauf auf Sandwich oder Erdberto. Also Roberto hat bei Erdberto gekocht, am Dienstag Wraps gemacht. Da könnte ich mir diese Berliner Senfsoße auch richtig toll drauf vorstellen. Oder als Party-Dip steht hier zu Häppchen oder als Salatsoße, wenn ihr euch das verdünnt mit ein bisschen Olivenöl und ein bisschen Wasser. Ganz toll, also Berliner Senfsoße, einer eurer Topseller, von euch ganz, ganz oft gekauft und mit Sicherheit ein Highlight. Ich werde die Flasche auf jeden Fall mitnehmen und werde sie verkosten und werde damit was Leckeres zubereiten. Und dann, ja, werde ich euch mal sagen, wie die so schmeckt. Ganz toll, freue ich mich drauf. Dann die Kekse, die Erdbeerkekse hatte ich euch ja schon gezeigt. Da war Krischi aus dem Büro vorhin ganz neidisch, dass ich die heute verkosten darf. Mache ich gleich auf jeden Fall mal. Die sehen einfach nur knaller aus und machen ordentlich was her, wenn man die auf dem Kaffeetisch legt. Und genau, die mache ich gleich mal auf. Ich packe sie aber erstmal noch hier zur Seite, damit ihr sehen könnt, was denn alles so eure Topseller sind. Die Schokolade, Vollmilch mit gefriergetrockneten Erdbeeren, das war mir eigentlich klar. Und dann gehe ich mal in die nächste Etage, weil das ist ja ein riesengroßes Paket. Und da packen wir aus den Erdbeerwein. Toll, den gibt es aktuell in unserer App. Da habt ihr jeden Freitag einen wechselnden Gutscheincode. Und zurzeit gibt es den sogar gratis, wenn ihr über 50 Euro Bestellwert kommt.
Da müsst ihr euch die App schnell noch runterladen, dann habt ihr da einen Gutscheincode, den ihr eingeben könnt zu eurer Bestellung. Und ja, dann bekommt ihr Erdbeerwein gratis. Den kann Laura gleich auch noch verkosten, wenn sie dann irgendwo ein Glas auftreibt, was ich leider vergessen habe, weil ich wusste ja nicht, dass hier ein Erdbeerwein drin ist. Ne? Aber wir finden auf jeden Fall noch ein Glas. Laura leert gerade ihr Wasserglas und verschluckt sich halb. Das könnt ihr leider nicht sehen. Aber sie wird gleich den Erdbeerwein vergossen. Tut mir leid, Laura kriegt sich hier gerade hinter der Kamera nicht mehr ein. Genau, also nicht verschlucken, liebe Laura, sonst wird es peinlich. Erdbeerwein habt ihr mit drin. Das ist übrigens eine riesengroße Flasche. Ich muss mal gucken, das ist 1 Liter, also keine 700 Milliliter oder was ist da so ein standardmäßig drin? Ich glaube 750 Milliliter, das ist ein ganzer Liter. Und Laura hat eine Frage für mich. Ja, es kam jetzt schon ganz oft die Frage, ob man das Paket, das heute auspackt, so kaufen kann. Ja, also die Frage ist, ob ihr das Paket genau so kaufen könnt. Könnt ihr leider nicht. Also es ist kein Manufakturpaket, aber die ganzen Produkte, die könnt ihr euch einzeln natürlich in ein Paket legen und bestellen. Und das ist, wie gesagt, so ein Paket, was von euch zu Hause ganz oft so, wie es jetzt hier ist, bestellt wird. Also genau, das Paket an sich nicht. Ihr könnt euch die Produkte aber alle einzeln in den Warenkorb legen und ihr könnt ja hier auf den kleinen Marktstand klicken. Wenn ihr darauf klickt, dann seht ihr alle Produkte auch nochmal gesammelt, die hier drin sind. Genau, ich hoffe, damit ist eure Frage beantwortet. Nächste Woche haben wir aber auf jeden Fall wieder ein schönes Manufakturpaket für euch. So, wir haben noch mit drin als einer 1 Euro Topseller die frische Erdbeerseife. Ich kenne bisher nur die Erdbeersahneseife. Die war nämlich auch schon mal in einem Manufakturpaket mit drin. Und an der werde ich jetzt mal... Ja, riecht wirklich nur... Also was heißt nur? Riecht sehr, sehr erdbeerig. Die andere riecht ja sehr erdbeersahnig. Also man merkt wirklich einen Unterschied im Geruch. Und das ist frische Erdbeere. Und ihr seht, das ist wirklich eine ganz tolle Sache, weil unsere Seifen... Ihr habt vielleicht die Manufaktur mit OU von Robert gesehen. Da war er ja einmal in der Seife unterwegs und da hat er euch gezeigt, wie denn die Seifenstücke, dass sie wirklich alle von Hand gegossen und geschnitten werden. Also es ist eine wunderschöne Seife, die halt wirklich handgemacht hergestellt wird, ohne irgendwelchen Plastik-Schnickschnack drumherum. Ihr habt hier so eine wunderschöne Pappverpackung dann noch mit bei. Und das Seifenstück kostet 3 Euro. Wenn man sich überlegt, wie lange das hält, ist das echt ein richtig guter Preis. Und das Besondere an unseren Seifen ist, dass sie mit Parfümöl hergestellt werden. Dadurch riechen sie halt ganz besonders lange an den Händen. Und ich mag das ganz gerne, wenn man dieses frische Gefühl noch ein bisschen länger hat. Und Laura hat noch eine Frage. Ja, Mia hat gefragt, an welchen Tagen immer Steffis Unboxing ist, weil sie liebt deine Seife. Ah, danke, liebe Mia. Die Mia hat gesagt, dass sie meine Live-Shows liebt. Da freue ich mich sehr drüber. Und sie fragt, wann die Steffis Unboxing dann immer ist. Jeden Mittwoch um 18 Uhr. Du kannst ja auch gerne in der Mediathek die letzten Live-Shows angucken. Da haben wir so eine kleine Sammlung aufgebaut. Oder du gehst einfach zu YouTube rüber. Da kannst du dir auch die Wiederholungen dann nochmal anschauen. Und Freitag wollte ich schon sagen, da ist Robert dran. Ne? Jeden Mittwoch um 18 Uhr kannst du mich hier live sehen. So, die frische Erdbeerseife ist damit bei. Als nächstes einer eurer Topseller. Ich bin ganz gespannt, was hier noch drin ist. Unsere schöne Erdbeertasche, die hatten wir auch mal als Gratisartikel irgendwann mit dabei. Könnte ich mir vorstellen, dass sie auch wieder kommt. Die ist nämlich wirklich heiß beliebt. Also wir waren ja selber jetzt ein bisschen ein paar Tage im Online-Shop mit unterwegs, weil wir nämlich fleißig Pakete für euch gepackt haben, damit die alle bis Ostern noch ankommen. Und da haben wir ganz oft auch diese Tasche mit drin gesehen. Also die ist wirklich so einer eurer Topseller. Ich glaube, die liegt auch bei 3 Euro sonst oder 3,50. Und das Tolle an dieser Tasche ist, die könnt ihr halt zusammenfalten. Ihr habt da noch so einen niedlichen Spruch mit. Und zwar, du lächelst und die Welt verändert sich. Das ist ein Spruch von Buddha. Und das hat wirklich was. Also aktuell sieht man das Lächeln unter den Masken ja nicht ganz so. Aber man sieht trotzdem die Augen strahlen und lächeln und kann damit jedem den Tag versüßen, wie ich finde. Also wenn man jemanden hier auch bei uns im Bauernmarkt auf der Fläche anlächelt, die Leute freuen sich immer ganz, ganz doll. Und ein wunderschöner Spruch, ein wunderschönes kleines Mitbringsel, wie ich finde. Und mir ist das Thema Nachhaltigkeit, genauso wie uns bei Karls, natürlich sehr wichtig. Und da finde ich das immer ganz schön, wenn man keine Plastiktüte beim Einkaufen kauft, sondern ich habe auch immer einen Beutel mit dabei, in jeder Tasche, die ich besitze, in jedem Auto, also in unseren Autos haben wir auch immer
eine Tasche mit dabei, weil wir halt einfach nicht diese Plastiktaschen kaufen möchten. Bei Karls hier an der Kasse haben wir ja die Papptüten und die Papiertüten und sind aber auch immer ganz freudig und dankbar, wenn ihr eure eigenen Taschen zum Füllen mitbringt. Genau, die kann man so richtig schön klein machen, dann kann man die einfach in die Tasche hauen, dann nimmt die auch nicht viel Platz weg, die ist ganz, ganz leicht, da braucht ihr euch keine Gedanken machen, die könnt ihr einfach dann immer mit dabei haben. So, ganz tolle Sache und ganz kleines Detail. Ich finde es bei Karls ja immer so schön. Wir haben so viele kleine, wunderschöne Details. Unsere schöne Erdbeere da nochmal auf dieses Etikett gedruckt. So, dann haben wir noch unser Dip-Trio mit im Paket. Da haben wir die tollen Sorten mediterrane Tomatendip. Sour Cream, den hatte ich neulich schon mal verwendet und hatte den in Creme Fraiche, hatte ich den angerührt. War ein super leckerer Brotaufstrich. Ich glaube, wir hatten das mit Ei zusammen gegessen. Und den Aioli-Dip, da kann ich euch auch gerne nochmal auspacken, damit ihr wirklich seht, was für tolle Gewürze das sind. Die könnt ihr entweder in Sour Cream einfach, also in Creme Fraiche, anrühren, aber ihr könnt die auch für andere Würzungen nutzen. Also ich habe zum Beispiel gehört, ich zeige euch gleich mal noch den anderen, das ist jetzt der Aioli Dip und ihr seht ja, was für riesengroße Stücken Knoblauch da mit drin sind. Also der schmeckt wirklich richtig toll nach Knoblauch und am besten ist es, wenn ihr den mit Creme Fraiche anmischt, noch ein bisschen Wasser, ein bisschen heißes Wasser rübergießt, damit das die ätherischen Öle, damit die richtig gut verteilt werden. Und dann finde ich es immer ganz gut, wenn man den über Nacht ziehen lässt. Also wenn man den am Abend davor schon vorbereitet und dann über Nacht ziehen lässt, weil dann geben die Kräuter auch an den Creme Fraiche oder an das Creme Fraiche, ihr könnt es auch mit Frischkäse machen oder mit Magerquark, dann geben die Kräuter so richtig schön ihr volles Aroma ab und ziehen so richtig schön durch. Mag ich ganz, ganz doll. Und hier der Sour Cream Dip, da seht ihr, da ist nicht ganz so viel Knoblauch drin enthalten. Da habt ihr von der Petersilie und Schnittlauch natürlich. Ganz toll auch, aber auch Knoblauch ganz viel mit drin. Darf natürlich auch nicht fehlen. Und hier der mediterrane Tomatendip, da habt ihr so gefriergetrocknete Tomaten drin, beziehungsweise Tomatenflakes. Und da habe ich den Tipp bekommen, dass der mediterrane Tomatendip, richtig toll sein soll an Bolognese oder Tomatensauce. Ja, hätte ich jetzt auch gar nicht gedacht. Also hätte gedacht, das ist halt so ein typischer Dip, den man macht mit Magerquark oder mit Frischkäse oder mit halt Creme Fraiche. Aber soll ganz, ganz toll auch an Bolognese und an Tomatensauce sein. Muss ich auf jeden Fall ganz dringend noch ausprobieren. Freue ich mich drauf. Da habt ihr dran, ne? Tomatenflocken, genau, das hatte ich ja gerade schon gesagt. Zwiebeln, Salz, Knoblauch, Basilikum, Oregano, Thymian, Pfeffer, Olivenöl. Also alles, was man auch wirklich so typischerweise an eine Tomatensauce macht, bin ich der Meinung. Also da habt ihr dann ein Gewürz, was ihr ranmacht und müsst nicht irgendwie 8 verschiedene Gewürze ranmachen, sondern ein einziges und fertig ist die perfekte Bolognese. Ganz tolle Sache. So, unser Dip-Trio, einer eurer Topseller, einer von den meistverkauften Sachen hier bei Karls oder Produkten hier bei Karls. Und was natürlich, ich habe es schon vermutet, Laura kann ja gerne mal sagen, ob ihr irgendwas vermutet habt, aber mir war klar, dass natürlich der Erdbeertraum mit dabei sein muss. Das ist, ohne Karls, ohne Erdbeertraum würde es keinen Karls geben. Also Karls ist ganz, ja, bekannt für den Erdbeertraum. Das war auch das erste Produkt, was ich von Karls kennengelernt habe. Eine Freundin hatte mir damals den Erdbeertraum mitgebracht und ich wusste gar nicht, warum sie den jetzt mitbringt und dachte mir so, naja, danke, ist halt Marmelade, ne? Aber als ich den dann verkostet habe, da wusste ich, was sie meinte. Und ich bin schon früher immer so gewesen, dass ich vor 10 Jahren oder sowas, da gab es ja immer nur die normale Konfitüre und da kam dann irgendwann Erdbeergelee raus, da bin ich total drauf abgefahren, weil ich immer Stücke in der Erdbeermarmelade nicht mochte und als ich dann den Erdbeertraum gekostet habe, da war ich richtig baff, weil diese Sämigkeit und diese Cremigkeit einfach der Knaller ist, ohne Stückchen, einfach wirklich ganz toll sämig, ihr habt hier keine Klümpchen drin, kein nichts, keine Stückchen, es gibt aber für die Leute, die unbedingt
den Erdbeertraum mit Stückchen haben wollen, bieten wir den natürlich auch an. Also die, die auf Stückchen stehen, sollen auch ihre Stückchen kriegen. Gibt es auch bei uns zu kaufen. Aber ich sag's, der Erdbeertraum, der semi-pürierte Erdbeertraum ist der absolute Oberknaller und ist natürlich aus Karls-Erdbeeren hergestellt. Ihr habt da 66% Karls-Erdbeeren drin. Also wirklich, ja, sagen wir, bis hierhin voll einmal Karls-Erdbeeren rein und dann ist natürlich Zucker noch mit drin. Und falls sich irgendjemand von euch schon mal gefragt hat, warum wir denn nicht Marmelade sagen, unser Erdbeertraum wird von uns nämlich Fruchtaufstrich genannt, weil er genau aus so vielen Früchten besteht. Also das Problem, also nicht das Problem, aber bei Marmelade ist es so, ihr habt irgendwie, ich glaube, müssten einen Anteil von 35% Früchten haben oder so. Und wir haben ja mehr, also fast mehr als das Doppelte, fast das Doppelte. Und dürfen deswegen quasi nicht Marmelade sagen. Also Marmelade ist sowieso nochmal so ein gesondert, sondern Konfitüre besteht aus 35%. Das ist alles so ein bisschen kompliziert. Also Marmelade ist eigentlich mit Zitrusfrüchten und Konfitüre hat 35% Früchte drin. Und unser Fruchtaufstrich ist einfach ein Fruchtaufstrich, weil er wirklich aus Früchten besteht. Also 66% Früchte. Früchte. Unsere eigenen Karls-Erdbeeren sind da drin und der Rest ist natürlich Zucker, damit es haltbar bleibt und wirklich ganz, ganz toll und lecker. Und die Konsistenz mag ich auch ganz doll, weil das wirklich richtig schön sämig ist. So, dazu. Ihr könnt auch am Freitag nochmal einschalten. Da ist Roberts Manufaktur nämlich diesmal wieder in der Marmelade. Da hat er die allererste Show schon einmal gegeben und die ist so gut bei euch angekommen, dass er gesagt hat, er muss auf jeden Fall nochmal die Marmelade machen. Und da ist er mit unserer lieben Birgit, die sich hier jeden Tag um die Marmelade kümmert, darum, dass sie perfekt ist. Und mit ihr wird er ein Interview führen und wird wahrscheinlich auch selber Marmelade kochen. Also unbedingt einschalten. Als nächstes, einer eurer Topseller, die Erdbeerkerze. Die kommt ja immer richtig gut bei euch an und unsere Erdbeerkerze ist ganz besonders, weil sie nämlich aus Stearin produziert wird und rein pflanzlich ist, also eine ganz tolle Sache. Und ihr seht diese Kristalle, die da gebildet werden oder sich bilden beim Gießen, das macht halt optisch ordentlich was her, finde ich. Das sieht richtig, richtig hübsch aus und riecht ganz toll intensiv und ihr braucht die nicht mal anmachen. Das ist das Tolle an unserer Kerze. Ihr könnt die einfach irgendwo in den Raum stellen und der ganze Raum riecht richtig schön nach Erdbeere und halt auch nicht so künstlich chemisch, wie man das vielleicht von anderen Erdbeerkerzen kennt. Mir ist es immer so ein bisschen zu viel, sondern die riecht richtig, ja, nach Erdbeere halt. Also richtig schön frisch und das Tolle ist, die brennt halt einmal komplett bis nach unten runter. Also sonst hat man das ja meist, dass irgendwie der Rand stehen bleibt oder so. Aber bei unserer wunderschönen Karls Kerze, jetzt habe ich mich kurz verschluckt, bei unserer tollen Karls Kerze ist es halt so, dass sie bis unten runter brennt. Und ihr habt eine Brenndauer von 70 Stunden. Also wenn ihr sie jeden Abend zum Beispiel 2 Stunden brennen lasst, dann habt ihr über einen Monat was von. Also wirklich eine ganz tolle Sache. Und es kommt noch eine Frage. Mia, ja, wissen, wie viel die Kerze kostet? Mia oder Pia? Mia wieder, Mia aus Chemnitz. Mia möchte wissen, wie viel die Kerze kostet. Die liegt sonst im Einzelpreis bei 9,99 Euro. Ist aber wirklich eine tolle Sache, weil wie gesagt, wenn ihr die jeden Abend für 2 Stunden brennen lasst, dann habt ihr 35 Tage was davon. Also wirklich einen ganzen Monat. Und wer lässt schon jeden Abend 2 Stunden die Kerze brennen? Also man macht die ja dann doch eher bei Gelegenheit an. Und was ich auch richtig klasse finde, ihr habt am Ende, wenn die Kerze runtergebrannt ist, habt ihr unser tolles Karlsglas. Und die Karlsgläser, die benutzen wir ja alle als Trinkgläser zum Beispiel. Oder ich mache das auch manchmal so, dass ich da mein Frühstück drin mache, wenn ich mir zum Beispiel irgendwie sowas wie Grießbrei am Abend mache oder so. Oder Haferflocken, dass ich die da reinmache und dann mache ich das einfach zu und dann nehme ich das so mit zur Arbeit. Also eine ganz tolle Sache. Ihr könnt auch Deko damit machen. Ich hatte zur Weihnachtszeit hatte ich Gutscheine darin verschenkt. Da könnt ihr ganz tolle Sachen mitmachen. Also es ist wirklich etwas Nachhaltiges und was ihr länger habt. Also wirklich richtig toll. Haben wir auch noch in ganz vielen verschiedenen anderen Sorten, zum Beispiel mit Marzipan, mit Rhabarber, mit, was haben wir da noch? Vanille, auch eine ganz tolle Sache, weil die Vanille nämlich nicht so chemisch eklig, also sorry, dass ich eklig sage, aber ich bin absolut kein Vanille-Fan, aber die Erdbeer-Vanille-Kerze, die riecht wirklich richtig toll. Sonst bin ich eher so Anti-Vanille, aber die finde ich richtig gut. Und ich habe es mir zu guter Letzt aufgehoben, weil ich selber ein bisschen überrascht bin. Wir haben den
Eierlöffel-Likör, also den Löffel Eierlikör so rum, den haben wir ja erst seit nicht mal einem Monat, glaube ich, im Online-Shop. Und der gehört schon zu euren Top-Sellern. Also da sind wir echt ein bisschen baff. Oder ich bin baff, die anderen bestimmt auch. Die hätten damit bestimmt nicht gerechnet. Weil der muss gegen alle anderen Produkte quasi antreten, die es hier schon seit Ewigkeiten im Online-Shop gibt. Und ja, ist eingeschlagen wie eine Bombe. Also das hatte ich damals auch gemerkt, als ich den Post gemacht habe, der Löffel-Eier-Likör. Da waren, glaube ich, 1000 Kommentare drunter oder so, weil ihr den so gefeiert habt und euch so gefreut habt darüber, dass es den gibt. Und tolle Sache. Löffel-Eier-Likör, da kann ich euch schon mal verraten. Ich weiß gar nicht, ob ich es sagen darf, aber ich mache es einfach. Den wird es bald auch in Schoko und in Erdbeere geben, also so wie unseren Standard-Eier-Likör, den wir hier verkaufen. Und der kommt aber erst nach Ostern. Also ich weiß gar nicht, in 2 oder 3 Wochen, da sind wir noch fleißig am Produzieren und sind dabei, natürlich Tests durchzuführen, damit der ganz perfekt schmeckt. Und dann müsst ihr auf jeden Fall den Newsletter abonnieren, hat mir meine liebe Kollegin Dani vorhin gesagt. Dann erfahrt ihr nämlich, wann es den Löffel-Eier-Likör auch in den anderen Varianten gibt. Und ich glaube, wir wollen da auch noch so ein Dreier-Set machen. Aber seid auf jeden Fall gespannt. Oder ihr ladet euch einfach die Karls-App runter. Da kriegt ihr nämlich auch immer die brandaktuellsten News direkt aufs Handy gespielt. Und ja, eine ganz tolle Sache, Löffel-Eier-Likör. Ich bin begeistert. Ich weiß noch, ich bin ja erst seit Oktober mit dabei. Aber wir haben vor 2,5 Monaten, haben wir im Meeting gesessen und haben darüber gesprochen, Löffel-Eier-Likör rauszubringen und so diesen Entstehungsprozess zu sehen, okay, man hat eine Idee und dann entwickelt man die und dann verkostet man und so. Und dass es dann wirklich auch wie eine Wucht bei euch einschlägt, ist wirklich ganz toll und ich freue mich tierisch darüber. Also Löffel-Eier-Likör, einer der Bestseller. Ich bin gespannt, wie die neuen Sorten dann bei euch ankommen. Abonniert auf jeden Fall den Newsletter oder ladet euch die Karls-App runter, dann erfahrt ihr, wenn das kommt. Genau, und ich wollte noch ganz wichtig natürlich die Erdbeerkekse verkosten. So, die mache ich jetzt hier mal auf. Da bin ich tierisch gespannt. Also, habe ich noch nicht. Die Heidesamkekse liebe ich. Ja, da habe ich mir gestern hatte ich mir selber erst eine Packung geholt, eine große, weil ich die am Wochenende mit zur Familie nehme. Und ihr könnt die sehen, die sehen einfach knaller aus. Also, hat jemand von euch schon mal so krass rote Kekse gesehen? Ich glaube nicht. Also, ich zumindest auf jeden Fall noch nicht. Und jetzt bin ich mal gespannt. Ich nehme mir mal so einen kleinen hier. Ich bin ja absolut die Naschmaus. Also ich liebe ja Kekse und alles. Und die Konsistenz ist mega. Die sind anders als die Heidesandkekse. Die sind ein bisschen knuspriger. Nicht ganz so doll mürbe. Und haben ein richtig tolles Erdbeeraroma. Wirklich ganz, ganz toll. Also richtig schön knusprig. Das Erdbeeraroma kommt erst so ein bisschen im Nachhinein. Also ich hätte gedacht, dass sie durch die Farbe vielleicht auch ein bisschen sehr künstlich schmecken, aber finde ich überhaupt nicht. Also die schmecken wirklich richtig toll nach Erdbeer. Also auch nur so ganz leicht, also nicht übertrieben. Richtig klasse. Ich freue mich, dass ich diese Packung Kekse mir gleich noch mit meinen lieben Kollegen hier teilen darf und dann den Rest hoffentlich mit nach Hause nehmen darf, wenn dann überhaupt ein Rest da bleibt. Ne? Also ich bin gespannt. Die Erdbeerbrause hier kann ich mir auch noch gönnen. Oh, ich sehe, Erik hat mir hier was hingestellt, habe ich gar nicht mitbekommen. Schaut euch das mal an. Danke. Ich denke mal, was meinst du? Dass wir... Eismaschine läuft zurzeit nicht. Ja. Erdbeeren im Haus. Tiefgefrorene Erdbeeren sind das? Genau, und am Anfang hast du diesen Frostteil drauf, also kannst du einmal die Erdbeerbrause... Ach so, die Erdbeerbrause. Ach so, ja genau, weil ich gesagt habe, ich hätte gerne Eiswürfel zur Erdbeerbrause. Dann mache ich mir jetzt hier eine Erdbeerschorle quasi. Ich hoffe, das wird jetzt nicht zu doll. Und jetzt sind die Erdbeeren, die natürlich richtige Karls-Erdbeeren, ist ja wohl klar, hat ja Erik jetzt hier gerade aufgetrieben. Die dienen jetzt quasi als Eiswürfel. Was für eine abgefahrene Idee. Bin ich ja ganz schön begeistert, dass du jetzt doch quasi Eiswürfel auftreiben konntest. Und ich koste nochmal. Also, eisgekühlt natürlich echt mega. Und ich muss wirklich sagen, die schmeckt nicht
so extrem süß, wie ich sie erwartet hätte. Also ich bin echt richtig angetan. Und jetzt weiß ich, warum Laura, die sitzt hier hinten, warum Laura die nämlich immer trinkt. Ja, richtig toll. Die holt sich die auch immer in der Pause und alles sowas. Ne? Jetzt weiß ich, wieso. Jetzt musst du mir immer eine mitbringen, auf jeden Fall. Und Laura wollte ich noch den Erdbeerwein verkosten lassen. Also wenn liebe Laura mal herkommen würde, dann würde ich mich sehr freuen. Ich trinke hier noch meine Brause. Ich trinke keinen Alkohol, aber Laura mag gerne Alkohol, ne? Laura hatte ja... Okay. So, dann lassen wir die liebe Laura mal hier den Erdbeeren. Ich rieche auf jeden Fall gerne dran. Riecht auf jeden Fall erdbeerig. Und ihr könnt hier schon mal die Farbe sehen. Oh, Laura hätte jetzt wahrscheinlich auch gern ein paar tiefgekühlte Erdbeeren mit dazu. Die kommen gerne mal her, liebe Laura. So, gerne ein bisschen auf Abstand. Ja, mach das. Und, was sagst du? Ich trinke den total gerne, weil der... Trinkst du den auch öfter, ja? Ja, den habe ich mit meinem Kumpel schon getrunken, ganz oft. Weil er echt süß ist und nicht so bitter. Also ich mag nicht wirklich Rotwein, also so trockenen Wein. Der ist sehr, sehr fruchtig. Schön. Und schmeckt gut, kann man mal so trinken abends. Ja, trinkt sich locker mal so weg, ne? Ja, vielen Dank, ich nehme das mal mit Backstage. Liebe Laura, willst du noch einmal bei den Keksen zugreifen? Hast du die Erdbeerkekse dann schon mal probiert? Ja, die hast du noch nicht probiert? Nee. Na, dann guck mal jetzt noch, was... Laura, muss mal unbedingt sagen, wie dein Feedback zu den Erdbeerkeksen ist. Also wenn sie dir nicht schmecken, bin ich nicht traurig darüber, aber dann brauche ich die nicht teilen, dann kann ich die alleine mitnehmen. Laura kostet lecker. Noch? Laura sagt lecker. Laura freut sich, ich muss leider teilen. Wieder was Tolles gefunden, sagt sie. Ja, das ist so ein bisschen die Problematik, wenn man hier arbeitet und wenn man alles verkosten darf. Irgendwie gibt es so viele leckere Sachen, dass man immer gar nicht weiß, was man sich alles mitnehmen und essen soll. Und wir haben hier ab und zu so ein bisschen Heißhunger im Büro und dann hat man immer so viel Auswahl. Das ist Fluch und Segen zugleich. Also ich bin total erfreut über eure Topseller und habe auf jeden Fall gewusst, dass es die Vollmilchschokolade mit gefriergetrockneten Erdbeeren ist. Das war mir ganz klar. Dass der Erdbeertraum dabei ist, ist mir natürlich auch klar gewesen. Da muss ich nochmal sagen, dass ich neulich den Erdbeertraum mit Limette verkostet hatte. Den fand ich richtig knaller. Also den habe ich auch noch im Kühlschrank zu stehen. Und jetzt muss ich erstmal meinen Wintertraum noch alle machen, dass das jetzt am Wochenende passiert. Und ab jetzt werde ich den Erdbeertraum mit Limette essen und der passt natürlich perfekt jetzt zum Frühlingswetter. Und da freue ich mich richtig drüber, dass ich den kennengelernt habe, durch die Show auch nur. Also ich muss sagen, Erdbeertraum mit Limette wäre jetzt so nichts gewesen, was ich mir selber geholt hätte, weil es mich einfach nicht gereizt hätte. Aber bin ich ein Riesenfan von. Also probiert auch wirklich mal Sachen aus, wo ihr denkt, ist jetzt vielleicht nicht so meins. Ich habe bisher noch nichts gegessen, was mir nicht geschmeckt hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Also fällt mir jetzt nichts ein. Also ich glaube, ich war bisher von allem begeistert. Natürlich gibt es Sachen, wo man sich denkt, ja, ist lecker, das muss ich jetzt aber nicht unbedingt regelmäßig haben, aber ich habe ganz viele Sachen, die bei mir alle im Kühlschrank stehen und in meiner Süßigkeiten-Schublade und die ich regelmäßig esse. So, was sage ich noch? Die liebe Steffi, die ist ja morgen wieder mit ihrem Einkaufsbummel dran und ich habe heute schon fleißig Fotos für die Wildblumenwiese-Geschirr gemacht. Das ist nämlich richtig gut bei euch angekommen. Deswegen wird Steffi euch das morgen nochmal präsentieren. Und da hat sie aber auch noch eine Neuheit mit im Gepäck, nämlich ganz, ganz neuen Tee. Also ihr müsst unbedingt 18 Uhr morgen einschalten zu Steffis Einkaufsbummel. Und dann müsst ihr auch natürlich auf jeden Fall noch 12 Uhr zu Lauras Welt einschalten. Ne? Die liebe Laura wird euch morgen nämlich wirklich diesmal ein TikTok-Video mit Karlchen zeigen. Das hat sie beim letzten Mal in der Aufregung vergessen. Das fand sie auch ein bisschen lustig, da haben wir ganz schön gelacht im Büro. Und genau, Lauras Welt und um 11 Uhr ist natürlich Antje noch dran. Also schaltet morgen unbedingt ein, wir freuen uns auf euch. Und nächste Woche, was ich dafür ein Paket habe, kann ich noch nicht verraten, aber es wird auf jeden Fall wieder ein Manufakturpaket. Und ich freue mich auf euch, wünsche euch einen schönen Abend. Ich hoffe, ihr habt auch so schönes Wetter, könnt es jetzt noch genießen. Es ist ja noch hell draußen. Und dann sehen wir uns hoffentlich nächste Woche wieder. Schönen Abend euch, bis dann. Tschüss!